Test. Moin und herzlich willkommen zu Daronias Testwelt. Ich habe euch heute was von Partyspirituosen mitgebracht. Und zwar habe ich mir gedacht, in ein paar Tagen ist Silvester. Da kann man sich ja vielleicht auch mal ein bisschen, Spirituosen, zumindest wenn man ab 18 natürlich erst ist, dann kann man ja auch mal ein bisschen was trinken, machen ja auch viele an Silvester. Und ich habe mir gedacht, naja gut, Sekt und sowas ist ja irgendwie Standard. Partyspirituosen, wie der Name schon sagt, ist eher so die lustige Variante, gehört wohl irgendwie zu Liqueur Factory, von denen kam dann auch dieses Paket an. Dort könnt ihr auch eigene Etiketten und so drucken lassen, zum Beispiel auch für runde Geburtstage, Hochzeiten oder ähnliches. Ich habe mir natürlich ganz klar, wie ich nun mal so bin, eine Wundertüte bestellt. Und zwar sind dort drin irgendwie 10 kleine lustige Fläschchen. Ich hoffe, dass sie lustig sind. Also es gibt auf jeden Fall auf der Seite eine riesige Auswahl an kurzen in allen möglichen Geschmacksrichtungen. Auch die Fläschchen an sich sehen teilweise richtig lustig aus. Diese Wundertüte mit 12 dieser kleinen Fläschchen kostet jetzt 10 Euro und ich habe mir dann noch einen altbayerischen Bierlikör, ich glaube irgendwie so hieß das, mitbestellt, also eine Flasche. Die sollte, ich glaube, 8 Euro kosten und dann kommen nochmal 6 Euro Versand oben drauf. Paket sieht jetzt irgendwie nach nichts Besonderem aus, ist glaube ich, ich schätze jetzt mal irgendwie ein Weinkarton, der wiederverwertet wurde, finde ich nicht schlimm. Hier unten ein bisschen eingedellt. Man hört auch definitiv, dass was zu trinken drin ist. Was mich jetzt ein bisschen stutzig gemacht hat, da ich ja diesen Bierlikör mitbestellt habe, ich gehe jetzt persönlich mal davon aus, dass der in einer Glasflasche ist, dass hier jetzt irgendwie noch nicht mal draufsteht, irgendwie Vorsicht zerbrechlich, Vorsicht Glas oder wie auch immer. Da aber ja jetzt nichts hier nass ist, denke ich mal, ist die Flasche hoffentlich noch heile. Wir schauen uns einfach mal rein. Bin jetzt sehr gespannt, was die dort drin ist. Ob sich das lohnt, sowas mal irgendwie so als Gag vielleicht öfters zu bestellen, wenn dann vielleicht mal eine Party ansteht. Muss ja jetzt nicht unbedingt nur zu Silvester sein. Ich habe nur gedacht, ich nehme das jetzt mal als Anlass. So, okay. So sieht dann also mein Inhalt aus. Also hier ist wohl meine Wundertüte. Das hört sich auf jeden Fall nach kleinen Flaschen an. Ich hoffe, das hat jetzt nicht zu deutlich gewistert. Und hier, ich zeige euch das jetzt trotzdem einfach mal, was ich mir dazu bestellt habe. Das war dann halt der eine Likör, den ich mit dazu bestellt habe. Eigentlich bin ich gar nicht so der Likör-Fan. Aber das klang einfach mal sehr interessant. Okay, so viel, wie hier da drumherum ist, stand wahrscheinlich deswegen nicht drauf, vorsichtig zerbrechlich. Und zwar, im ersten Moment würde man denken, wir haben hier ein Bier. Auf jeden Fall ist also auch vielleicht zum Verschenken mal eine ganz lustige Idee. Es sieht wirklich aus wie eine 0,5 Bierflasche und ist aber ein Likör. Aber der Bieranteil im Endprodukt beträgt beachtliche 50%. Der hieraus resultierende kräftige und malzige Geschmack wird durch den Alkoholgehalt des Likörs, 25%, unterstützt sowie durch Karamellzucker vollendet. Genießen Sie ihn gekühlt einfach pur, nach gutem Essen, im Kaffee, über Vanilleeis oder mit einer Sahnehaube. Also so Bier und Sahne hätte ich jetzt nicht unbedingt verbunden. Ich bin auf jeden Fall wirklich gespannt, wie der schmeckt. Aber wir kommen natürlich jetzt zum eigentlichen Überraschungspaket. Oder Wundertüte. Als Tüte kann man das jetzt nicht unbedingt bezeichnen. Das ist aber ja eigentlich auch egal. So. Rolle, Rolle, Rolle. Es ist doch eine Tüte. Na? Na, hier steht dann einfach nur Thank you drauf. Und ich fange jetzt mal an. Ich muss auch ein bisschen aufpassen. Es sind teilweise Namen, die darf ich dann vielleicht nicht ganz hier aussprechen. Und zwar haben wir hier ein Kwicki, ein Fruchtlikör mit Farbstoff. Wir haben, oh, da hatte ich die Hoffnung, dass ich den bekomme, einfach nur, weil ich das Aussehen total super fand, und zwar eine Zündkerze.
Und diese Flasche sieht wirklich aus wie eine Zündkerze. Ist allerdings auch Plastik. Also es ist jetzt keine Glasflasche. Und das ist Energy Taste. Mit Energy Geschmack. Also schmecken wird es mir wahrscheinlich nicht. Ich mag Energy Drink nämlich überhaupt nicht. Aber macht auf jeden Fall was her. Wenn man die jetzt einfach mal so auf den Tisch stellt. Oh, hier haben wir was Schönes Grünes. Oh, das darf ich jetzt nicht ganz so aussprechen. Ne? Ein F-Wort mit off. Wir halten das mal so ein bisschen zu. Und zwar Kamikaze steht hier noch drauf. Sieht aus wie so ein Totenkopf. Waldmeister-Limette. Der Geschmack könnte mir allerdings dann... Das könnte was für mich sein. Oh, hier haben wir was Schickes Blaues. Männergrippe. Oh, hier klebt aber irgendwie ein bisschen was. Jetzt müssen wir gleich mal gucken, ob vielleicht... Ob das jetzt nur von außen ist oder jetzt irgendwie einer kaputt ist. Sieht jetzt also nicht nass da drin aus, aber die Flasche an sich so ein bisschen. Und zwar Männergrippe. Was haben wir denn hier? Eisminzlikör ist das. Ich musste mal ein bisschen suchen. Also die Farbe, die ist schon mal echt cool. Jetzt haben wir eine Spritze. Reinspritzer. Einer geht noch rein. Nicht schlecht. Waldmeisterlikör. Den finde ich auch gut. Ah, hier ist... Nein, das nicht. Ach, hier ist irgendwie was abgegangen. Wir haben noch einen mit diesem netten Namen hier. Und zwar dann mit Kirschgeschmack. Ich stelle den mal so hin, dann sieht man hier diesen schönen Totenkopf. Ich weiß nicht, ob man das überhaupt so sieht. Ah, ist der? Nee, der ist auch nicht auf. Ich muss gleich mal gucken, was hier klebt. Dann haben wir Feenstaub. Ein rosa Getränk. Himbeer-Vanille-Likör. Das ist bestimmt furchtbar süß. Ja. Oh ja, das nette Wort, davon gibt es, habe ich auch mal einen Sekt gehabt mit diesem Likör. Ja, wir halten das mal so. Ich denke mal, die meisten Leute können sich denken, was das heißt. Hat auch einen bestimmten Hintergrund. Ich muss das mal eben ganz kurz sagen, warum ich das jetzt so mache. Dadurch erstmal vielen, vielen Dank. Mittlerweile bin ich bei etwas über 1000 Abonnenten. Darf ich jetzt auch mich als offizieller YouTube-Partner bezeichnen. Und da wir aber einen Kanal haben, der auch für unter 18-Jährige öffentlich ist, darf ich halt einige Worte nicht oder sollte ich besser nicht so öffentlich in der Kamera aussprechen. Ich meine, obwohl das natürlich, wie schon eingangs gesagt, wirklich erst ab 18. Ja? Oh, hier haben wir dann schöne Brüste, würde ich jetzt mal sagen. Sieht auf jeden Fall ganz nett aus, die Flasche. Und wir haben hier ein Ananas-Kokos-Sahne-Likör. Das klingt auf jeden Fall lecker. Wir versuchen das mal so ein bisschen farblich. Hier ist so rot. Und nee, dann müsste der auch noch da haben. Hier machen wir mal grün und blau. Das sieht gut aus. Mal gucken, ob ich das so weiterkriege. Nee, dann wird hier, glaube ich, gleich zu viel stehen. Dann haben wir hier einen süßen Hintern. Und zwar ein Kirschenlikör. Ja. Noch eine leckere Spritze. Noch ein Reinspritzer. Und dann aber mit Himbeerlikör. Na, umgefallen. So jetzt. Und zu guter Letzt haben wir hier Popsi. Und zwar ist das ein Vanille-Karamell-Sahne-Likör. Also ausgelaufen ist hier nichts. Ich weiß jetzt nicht, warum die eine Flasche an der Seite jetzt so ein bisschen geklebt hat. Vielleicht irgendwo im Lager irgendwie mal was gewesen und vielleicht beim Packen dann nicht so aufgefallen. Aber ausgelaufen ist hier wirklich nichts. Also in der Tüte ist nichts nass und auch an den anderen Flaschen. Das war jetzt wirklich nur an dieser Flasche hier. Dann ist das wahrscheinlich wirklich da im Lager, dass da vielleicht mal irgendwie was war und beim Einpacken. Oder vielleicht waren die auch schon vorher alle so vorgepackt. Wollen jetzt natürlich gucken, ob wir jetzt auch wirklich 12 Stück haben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Das stimmt auch. Also 12 kleine Likörchen für 10 Euro. Klar, natürlich kann man sich, wenn man jetzt sagen wir mal eine Sorte und eine Party macht, auch wenn man jetzt eine Sorte haben will, das auch günstiger bekommen. Logisch. Aber direkt so als Party-Gag muss ich sagen, finde ich das cool. Ihr bekommt die übrigens auch, wenn ihr jetzt sagen wir mal euch so ein Tütchen bestellt und irgendwie einer von euch schmeckt euch total super. Ihr könnt die natürlich dann auch oder ne, hier die Zündkerze dann auch im, ich weiß gar nicht,
in so einem Paket, wie viel da jetzt nochmal, ich glaube 10, 15, da bin ich mir jetzt wirklich nicht sicher. Aber ihr könnt dann natürlich auch mehr davon, also von einer Sorte dann bestellen. Wie gesagt, so als irgendwie Partygag oder zum Probieren mal, finde ich das eine ganz nette Idee. Ihr könnt euch da aber auch übrigens, wenn ihr jetzt eine bestimmte Vorliebe habt, meinetwegen ihr sagt jetzt so, ach, ich mag Fruchtschnäpse ganz gerne oder Fruchtliköre oder so, euch auch solche Mixboxen so zusammenstellen, dass ihr jetzt sagen mal sagt, oh, ich möchte jetzt irgendwie nur diese roten haben, dann könnt ihr euch das selber auch zusammenstellen. Ist also auch eine ganz nette Möglichkeit. Ja, wie gesagt, wenn ihr mal irgendwie die nächste Party ansteht, vielleicht habt ihr ja Lust, dort mal irgendwie euch durchzuprobieren. Ich fand's auf jeden Fall jetzt ganz nett. Wir werden Silvester wohl mal ein bisschen probieren mit Freunden. Mal gucken, wem was am besten schmeckt. Ja, ob wir dann uns vielleicht dann nochmal irgendwann was holen. Wir werden's sehen. Wir sind jetzt am Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.